Wir sind bald über den Wolken und damit willkommen zurück zu Mario Smash Up DC. Wir haben die letzten Male einiges weiter geschafft und da drinnen braucht man ja eine Druckplatte. Die Frage ist, wie kommt man zu dieser? Also erstmal ist überhaupt die Frage, wie kommt man da hoch? Ich habe mich jetzt letztendlich dafür entschieden, dass ich hier einen Zaun wegmache, dass man dann darüber springen muss. Und dann muss man darauf kommen. Dann wäre halt die Sache, man müsste darauf kommen, wie man das schafft. Also erstmal muss man ja hier überhaupt irgendwie rüber, was ja easy möglich ist. Dann habe ich mir vielleicht sowas, dann habe ich mir so einiges Zeit lang Gedanken darüber gemacht. Und fand letztendlich, das ist ganz gut. Und das habe ich einfach nochmal umbearbeitet, weil ich das dann doch eher hässlich fand. Weswegen ich das dann so gemacht habe und mir wieder Gerüst nahm. Und somit musste man dann halt auch hier nach oben und kam dann hier rüber, musste dann zwei gute Sprünge setzen. Dann schnell genug sein, falls man am Brennen ist, nach oben klettern und ins Wasser springen, dann perfekt rüber so. Und hier ist dann halt Dings incoming, wenn man das macht. Und man muss straight up runterspringen. Und da ist dann halt dafür dort unten ein bisschen Wasser. Und da wird man nochmal auf eine Tür, Trolltür, hingewiesen. Das ändere ich später nochmal um und baue da wieder die Tür hin. Und zwar, wahrscheinlich ändere ich das noch, ist hier unten Wasser. Oder ich donner das da unten weg und donner hier so ein bisschen Lava hin. Muss ich gucken. Dann das Gerüst hier nach oben. Und dann hier nach oben. Hier oben ist absolut gar nichts. Erstmal, ich möchte noch so machen, dass man von hier aus
ganz hier raufspringen kann und somit sich das skippen kann. Muss allerdings auch sehr perfekt die Jumps machen. Dann geht es hier nach oben. Und man findet hier, habe ich geplant, 3 solcher Teile. 4. Und hier geht es dann auch nochmal hoch. Und hier findet man dann den ersten Dude. Und man muss immer Teile sammeln, um von diesen Teilen aus dann immer weiterzukommen und weiterzukommen. Und somit kommt man dann immer weit. Piep. Ja. Dieses Teil ist dann hier. Und dieses Teil ist dann hier. Ja. Und hier donner ich jetzt überall das hier hin. Somit wird das halt, wie schon gesagt, abgestützt. So, dann baue ich hier auf der anderen Seite jetzt weiter als nächstes. Und hier hinten gibt es dann, wie gesagt, das weitere hier. So. Und damit würde man dann halt, wie gesagt, hier rauskommen. Eigentlich könnte ich auch die ganze Fläche belegen fast. Dann hier und hier. Oder nee, weißt du was? Ich baue das nochmal anders. Ich baue das hier alles um ein erweitert. So. Also erweitere ich das auch noch mal um ein. Und das gleiche auf der anderen Seite. So. Dann muss ich das gleiche natürlich auch noch hier machen. So. Und hier kommt man dann, wie gesagt, ja raus. Da geht's dann bald weiter. So. Und hier donner ich halt das hier noch dazu. Und das hier alles entferne ich. So. Das
Gleiche tue ich auch hier. Und zwar ist das hier gewollt. Ich tue das erstmal so, mache das allerdings auch quasi das gleiche auf der anderen Seite. So. 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 Oder nee, das lasse ich so. Aber ich baue das hier hinten hin. So. Also das hier und oben auch zu. Die Sache ist die, da sind noch zwei freie Flächen. Absicht. Theoretisch könnte man es falsch sehen, aber nun ja, anderes Thema. Alles übrigens nur Spaß hier. So. Und zwar ist ja das hier und ich weiß halt auch noch nicht, was da reinkommt. So. Man kann da hinten dann halt das sehen. Und hier oben ist halt das auch noch versperrt, dass die Überraschung größer ist. Das und das lasse ich, glaube ich, noch frei, damit da ein bisschen mehr Licht ist. Dann könnte man halt sich denken, ah, da hinten ist was. Wenn man schlau ist. So, und dann kommt man ja nach hier oben. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns. Tschüss.